Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es meine April-Favoriten und welcome back. Wir sind langsam aber sicher wieder auf dem aktuellsten Stand, beziehungsweise jetzt mit den neuen Videos, die ich hier im Haus gedreht habe, weil, ihr seht, neuer Hintergrund, ich sitze hier auf meinem Bett und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an, weil der Monat April zu Ende ist und wir seit Mitte April hier wohnen, zeige ich euch doch einfach mal meine April-Favoriten. Und ja, dann erstens, dein Lieblingsessen oder Süßigkeit war für mich Obst. Ich liebe Obst zurzeit. Oh mein Gott, jetzt ganz viel Obst. Dann zweitens, dein Lieblingsgetränk ist für mich Wasser. Ich trinke sehr, sehr viel Wasser. Hier, weil ich halt auch viel aktiv bin. Ich habe hier viel zu tun. Ich muss den Haushalt schmeißen, ich muss den Garten schmeißen. Also da trinke ich schon ganz, ganz viel. Ja. Drittens, dein Lieblingsbuch oder Magazin, das ist Die Vintage-Prinzessin von Nicole Richie geschrieben. Das habe ich mir mal gekauft und es ist einfach ein mega cooles Buch. Bin schon eigentlich fast durch, habe schon über die Hälfte und werde dazu auch bald ein Buchreview drehen. Ja, dann viertens, dein Lieblingsnagellack. Habe ich diesen Monat keinen, weil ich habe eigentlich gar keinen Nagellack getragen, weil ich keine Zeit dazu hatte. Ja, dann fünftens, dein Lieblingsklamottenteil waren für mich Pullis. Da der Monat April wirklich, wirklich warm war, jetzt trage ich mal ein T-Shirt, aber sonst war der wirklich nicht warm, sondern kalt. Ich habe wirklich Pullis getragen, weil mir kalt war. Ja, dann sechstens, mein Lieblings-Make-up-Produkt, das ist für mich von Absolute New York, der Glow Balm. Das ist ein Highlighter und der ist so in so einem Rosé-Ton, also richtig cool. Trage ich im Alltag sehr, sehr gerne. Dann siebtens, dein Lieblings-Haarprodukt, das ist von Paul Mitchell, das Super Skinny Serum. Also das kommt quasi statt einer Spülung ins Haar, bevor man föhnt. Deswegen richtig, richtig cool. Also ist bis jetzt wirklich super. Ich habe das jeden Tag drin. Ja. Dann achtens, dein Lieblingsfilm oder Serie war ist für mich auf Netflix die Serie Suits mit Herzogin Meghan. Die schauen wir gerade, ich und mein Freund, und ich finde die mega. Schaut sie auch an, Leute. Die ist mega. Dann neuntens, dein Lieblingssong diesen Monat. Das ist Let Me Down Slowly von, frag mich, wie heißt. Ich schreibe es euch unten in die Infobox. Weil ich liebe das Lied. Wirklich. Ja. Dann zehntens, dein Lieblingsbild, was du gepostet hast. Wir nochmal. Ich habe gar nicht so viel gepostet, aber schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, ich glaube, mein liebstes Bild ist das von Ostern, das wir schon in unserem Garten gemacht haben. Und das zweite ist das hier, wo ich offiziell bekannt gegeben habe, dass wir umgezogen sind. Und ja, dann elftens, deine Lieblings-App war für mich YouTube. Ich habe diesen Monat wirklich viel, viel YouTube-Videos geguckt. Einfach auch wieder so zur Inspiration und endlich habe ich die Zeit dazu und ja. Dann zwölftens, deine Lieblings-Accessoires habe ich noch keine, weil die sind alle noch in Kisten verpackt. Ja, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns dann am Mittwoch um 12 Uhr zu einem neuen Video.